Alter, das ist krass. Das gefällt mir richtig gut. Das steuert sich richtig gut. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Forza Horizon 5 mit mir Insanity. Und wir haben uns das letzte Mal entschieden, dass wir die Sturmmission machen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe wirklich den VIP-Carpass und sowas. Ich denke, das dauert aber noch. Wir haben ja auch die ganzen anderen Funktionen noch nicht. Die Autos klingen so viel besser. Und ich muss, bin auch ehrlich, am meisten Spaß an einem Forza Horizon Spiel macht tatsächlich der Anfang. Die ganzen neuen Autos auszuprobieren. Von denen es ja echt viele gibt. Ja, das ist jetzt ja auch wieder so eine Mission-Staffelsache. Also quasi Story. Oh Leute, ey. Ich esse gerade die neuen Bänden. Nein, ich mach keine Werbung. Bist aber du der Fahrer, von dem alle reden? Haley möchte Fotos von allen Autos auf dem Festival. Das nennt sich Horizon Promo. Und natürlich wollen wir Actionaufnahmen. Mit Tempo. Tempo geht klar. Also los. Für die Horizon Promo brauchst du nur ein Foto von deinem Auto. Am besten mit dramatischer Wirkung. Also, weil natürlich am Anfang ist es nochmal viel interessanter, weil du die ganzen Autos ja noch nicht kennst. Später hast du ja sehr viel. Und probierst ja quasi noch das perfekte Tuning und sowas aus. Und ich kann auch verstehen, wenn für manche Leute Forza Horizon eine Durststrecke ist. Weil sie hören halt Rennspielen und sind halt Need for Speed gewohnt zum Beispiel. Jetzt muss ich mal gerade mein Mikrofon hier so. Nee, mein Mikrofon rutscht hier die ganze Zeit wieder runter. Das passt nicht zu meinem Mindset. Nee, Alter, jetzt ist es richtig abgesaugt. Abgetaucht. Na, halt doch bitte. Jetzt, so. Ich kann natürlich verstehen, wenn viele Leute sagen, dass denen das nicht passt. Dass sie das langweilig finden, wenn sie ein Spiel spielen und innerhalb von 10 Minuten einen Bugatti haben und dann später erst noch den Golf 7 oder sowas freischalten. Und aber genau das, finde ich, ist das Interessante, was Forza Horizon von allen anderen Rennspielen trennt. Es wird nicht interessant dadurch, dass du quasi gebunden bist an Spielerfortschritt, sondern es macht sich dadurch interessant, dass du quasi alles machen kannst und deine Vorstellung ist das, was du ändern musst. Also, du guckst den Golf an und sagst, nee, ey, so wie der da steht, finde ich den perfekt. Oder du sagst, nee, der braucht Spoiler, bla bla, voll. Und dann ballerst du damit los. Und der Sinn ist ja quasi, das perfekte Fahrzeug für jede Fahrzeugklasse auch zu finden oder die für die Fahrzeugklasse zu tunen. In Need for Speed ist das ja anders. Kurz mal ein 360 gedreht. In Need for Speed ist es ja anders. Da bist du ja, also da kannst du ja immer mit deinem Auto überall mitfahren. Und du musst immer das bessere Auto haben. Und hier ist es halt nicht. Hier musst du das Beste in deiner Klasse haben. So. Jawohl. Okay. Das ist incredible. Die Fotos sind toll geworden, aber hier in der Nähe gibt es solche Statuen doch gar nicht. Vielleicht wurde sie vom Sturm freigelegt. Ja, so muss es sein. Ich bringe diese Fotos zu Haley. Wir sollten bald mal wieder auf Schatzsuche gehen. Ich ruf dich an. Natürlich 3 Sterne. Wie auch sonst. Oh. Hey Marcel, die Ladebildschirme wir waren immer geil. Wir haben neue Veranstaltungen gestartet, also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Alles, was du tust, bringt dir Auszeichnungen. Betrachte sie als kleine Herausforderung, die Rennen, Stunts, Erkundungen, einfach alles beinhalten. Verdienst du dir genug Auszeichnungen, können wir das nächste Kapitel der Abenteuer von Horizon beginnen. Also, womit möchtest du beginnen? Gut, der hat sich ja auch nicht viel geändert. Allerdings fände ich sehr interessant, wenn wir mal ein richtiges Rennen machen. Also nehmen wir hier drüben Rundkurs, Smaragd, Rundkursstrecke. Ey, das ist echt so krass schön. Ich glaube, ich hab's langsam raus. Okay, doch nicht. Oder muss ich die ganze Zeit bremsen?
Ist es das? Warte mal. Nee, das war's nicht. Okay, keine Ahnung, vergiss das. Und die klingen wirklich von innen gut. Da hatte Ray schon recht. Ich muss sagen, hier oben jetzt das Sonnenvisier, das ist jetzt ein bisschen nicht so gut modelliert. Boah. Der Sound. Schlägt der gar nicht hinten raus? Ah, jetzt, da war's. Und der hat recht, die klingen verdammt krass. Es ist so unrealistisch, dass dieses Spiel jetzt spielbar ist. Wisst ihr, was ich meine? Und genau da sieht man jetzt halt das, was ich meinte. Ich habe jetzt den Senna aus Forza Horizon 4 und wir haben ein Centenario dazu gekriegt. Das sind halt zwei absolut krasse Autos. Die habe ich jetzt halt schon. Aber finde ich halt nicht schlimm. Denn wir versuchen ja immer noch trotzdem das Beste zu finden. Ich glaube, wir gehen tatsächlich mal mit einem Lamborghini rein. Wir starten direkt mal richtig schön mit einem Sportwagen. Guckt den euch an. Und jetzt müsste gleich... Oh, die Autos sehen auch so on point aus. Also, das ist halt das Lustige. Als Forza Horizon 3 rauskam, dachte man, boah, Forza Horizon 3 kann nicht realistischer werden. Dann kam Forza Horizon 4 und man dachte, Forza Horizon 4 kann nicht realistischer werden. Und jetzt sieht man Forza Horizon 5 und man denkt sich, Alter, Forza Horizon 4 sieht plötzlich ganz komisch aus. Und jetzt möchte ich richtigen Ferrari... Jetzt möchte ich Ferrari-Sound, Lamborghini-Sound. Und da hört man's. Alter. Vergleich das mal bitte mit Forza Horizon 5. In Forza Horizon 5 hattest du immer diesen, ja, wie soll ich das beschreiben? Du hattest immer... Oh, die fahren mir aber auch gerade dumm vor der Nase rum. Du hattest immer diesen, Roboter-Sound. Als wäre das wirklich... Also es wird wahrscheinlich auch alles Computer, editiert sein. Also hergestellt sein, die Geräusche. Alter, danke. Und hier hast du einfach diese Dynamik. Boah, aber die fahren sich wirklich anders. Da gebe ich den Leuten schon recht. Oh, die hätte ich. Boah, es ist echt... Ach, den habe ich jetzt nicht gekriegt, oder was? Ach komm, ich bin noch durchgefahren. Es spielt sich echt anders. Also ich werde noch ein paar Folgen brauchen, um da wirklich richtig reinzukommen. Aber was für ein Sound. Ja, du fährst mir jetzt wieder dumm vor der Fresse rum. Hier vorne noch ein Aventador SV. Ich glaube nicht, dass es der SVJ ist, weil da haben sich viele aufgeregt, dass der nicht drin ist. Was stört mich an Automarken? Also die nicht fehlen. Die fehlen. Audi auf jeden Fall. Also Audi fehlt ja nicht, aber Audi hat meiner Meinung nach ein sehr, sehr schlechtes Stand-up hier. Da müsste man echt noch was machen. Wo ist zum Beispiel der schöne neue RS3? Hoffe nicht, dass er jetzt noch reingekommen ist. Und solche Sachen. Sowas finde ich echt schade. Und auch, dass man hier nicht mehr in die Le Mans-Richtung vielleicht doch gegangen ist, ne? Gerade so Audi, BMW und Mercedes und so haben da Le Mans-mäßig schöne Sachen zu bieten. Vielleicht kann man sie jetzt auch bauen, das wäre natürlich auch schön. Hier ist eine Soundkulisse. Oh ja, und so sieht's aus, wenn man sich verbremst. Es stimmt echt. Die Sounds sind schön. Es ist echt schön. Also, ich kann da echt langsam nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass die Leute recht haben. Ja, ein bisschen demoliert ist er, aber mein Gott. Da haben wir das erste Rennen direkt schon fertig. Ah, hier, guck mal, John Doe Song. Ja. Da ist er eine 244 gefahren.
Wir sind Gewinner. Kriegen nochmal schöne 4000 XP und sind direkt ein Level gestiegen. Kriegen wir jetzt schon einen Wheelspin? Ja. Beim Wheelspin gibt's jedes Mal große Preise. Du musst nur drehen. Jawoll! 2012er 5er BMW. Ja, nimmt man. Ich sag mal so, über sowas beschwert man sich nicht. Können wir halt... Ja genau, jetzt sagt er mir auch, dass die noch hinzugefügt. Jetzt haben wir alles anscheinend. Autopass. Autopakete. Achso, es kann halt echt sein, dass die Autopakete da nicht mit reinzahlen. So, das habe ich ja auch. Das heißt, die Autos müsste ich ja auch besitzen. Aber nicht alle. Na gut. Da müssen wir noch weiterspielen. Die wird nämlich auch nochmal interessant. Fuhrpark. Du hast 3 weitere Autos. Okay. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte... Was ist hier noch? Mein Horizon Wheelspin. Nee. Super Wheelspin. Ja. Online Creative Hub. Okay. Ich glaube, ich möchte... Muss ich hier eigentlich noch irgendwas machen? Oder erkennt er das, dass ich das habe? Weil wenn ich jetzt hier auf zum Marktplatz gehe... Kann ich hier drauf drücken, dann sagt er gratis. Muss ich hier kurz eingeben, dass ich der realste Motherfucker der Welt bin? Ah, okay. Es kann tatsächlich daran liegen, dass ich halt einfach über Neuseeland aktuell noch spiele. Das ist natürlich gut möglich. Neue und gebrauchte Autos kaufen? Achso, über, ja. So, dann möchte ich den doch gerne mal ausprobieren. Habe ich da, ich habe letztens Forza Horizon 3 nochmal installiert, weil ich einfach mal reingucken wollte. Und da kostet es einfach so viel, ich glaube 7000 oder so, um sich ein Auto liefern zu lassen. Nicht übel, du findest alle neuen Horizon. So. Das ist fertig. Und jetzt brauchen wir das hier drüben. Veranstaltungen auf deiner Karte. Los, erkunde sie. Boah, der... Viel Spaß. Der klingt doch auch schon wieder böse. Wir hören mal rein. Ah, jetzt macht er... Was? Boah. Das ist eine Macht. Ja, feuer doch noch ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, dass man hier vielleicht den Sound noch mal ein bisschen anpassen könnte. Da bin ich ehrlich. Muss ich mal das Mikrofon wieder näher ranholen. Da bin ich ehrlich. Weil der jetzt sehr dumpf wirkt. Habe ich gerade einen Wheelspin erhalten? Nee. Also, da, das war das noch. Ja, das Nachlaufende. Wow. Wow. Oh, hier ist was wir mitnehmen können. Hey, mi amigo. Das ist eine Schnellreisetafel. Zerstöre. Nehmen wir hier den Blitzer noch mit. Zerstöre alle. Das waren aber keine 3 Sterne, oder? Alle. Nee. In 200 Metern links abbiegen. Komm, wir machen einen nice Trick. Ja. Berechnet. Also driften ist anders jetzt, definitiv. Es ist schon geil. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Echt, es ist... Bei nächster Gelegenheit wenden. Was wir für Sounds bekommen haben. Und ich gucke mir diese Videos an von den Sound, ne, von Sound Comparisons, und ich dachte so, ja okay, ist schon besser geworden. Aber wenn man selber spielt... In 100 Metern links abbiegen. So. Muss ich nur hier mal rankommen, ja. Ja, so ein Hinterradantrieb ist jetzt nicht das Beste fürs Gelände.
Okay, das wird lustig. Der ist echt bockig. Du hast dein Ziel erreicht. Achso, jetzt. So, was haltet ihr davon, wenn wir das mit dem Sender machen? Dann können wir es direkt ausprobieren. Da vorne der Lotus Evira, Evirca, keine Ahnung. Boah, was für ein Sound. Jetzt habe ich Vollpfosten gerade so auf den Sound geachtet, dass ich nicht auf die Straße geguckt habe. Okay, den schiebt's direkt rum. Neun 18er Carrera vor uns. Spider, sorry. Oh, das war jetzt natürlich... Ja, ja, okay, ja, ja, das war scheiße. Ich muss da echt mal reinkommen nochmal. Das ist halt natürlich auch so ein Ding. Man fährt hier natürlich echt direkt mit Geschossen rum. Hier hinten geht nochmal richtig schön für die Aerodynamik beim Bremsen, für den meisten Luftwiderstand der Flügel hoch. Oh, wie lange habe ich gewartet, damit ich endlich das spielen kann. Ich kann es nicht aufhören zu sagen, glaube ich. Jetzt lassen wir die beiden hier kurz weg. Ja, wobei, ich glaube, die Gerade reicht nicht. Nee. Und wir haben hier vorne wieder... Was war das denn jetzt? Ach, ich habe mich verkeilt an ihm. Ach, scheiße. Es ist aber schon geil, dass einem diesmal mal das Heck, das ausbrechende Heck, richtig das Genick bricht. Das war in Forza Horizon 4 halt auch anders. Da konntest du halt gefühlt, wenn du später so mal ein bisschen Ahnung von deinem Auto hattest, also echt ohne viel Einsatz von irgendwelchen Skills, den Wagen retten. Das hat sie komplett geändert, der fängt sich gar nicht mehr. Ich dachte, ich gehe hier mal ganz cool und lässt sich kurz mal einen Drift rein, vergiss es. Er fängt sich gar nicht mehr, der Wagen. Ah, das ist krass. Das gefällt mir richtig gut. Das steuert sich richtig gut. Hier hinter uns ein Lamborghini Viveno. Hieß er so? WC Nevo? Lenovo? Naja. Boah. Immer dieses beim Schalten. Da, das meine ich. Dieses Ausbrechen. Und auch sofort. Dann freue ich mich schon da auf die ersten Allrad-Erfahrungen. Da können wir nämlich, glaube ich, echt was richtig Brachiales bauen. Jetzt aktuell lassen wir die aber noch gut stehen, die Driver-Teile, ne? Boah, der geht ab. Also, ich sag's wie es ist, man braucht ein ganz anderes Skillset. Also im Forza Horizon 4. Im Forza Horizon 4 hat der Wagen dir alles verziehen. Ne, du hättest den Wagen hier jetzt so in Drift reinschmeißen können. Und du hättest ihn gerettet. Und ich gebe ihn fast noch ab. Oh. So wie übrigens auch das Rennen. Nix da, gebe ich ab. Kurz eine angenehmere Sitzposition. Beendet als erster Horizon Mexiko Rundstrecke. Rum, Alter, das mal. So, jetzt. Jawohl. Hey Marcel,
Wir sind auf dem Weg zum ersten Abenteuer. Mach weiter so. Wir feuern dich an. Danke, Haley. Mit dem können wir rein theoretisch mal versuchen, das den Blitzer da vorne zu machen. Na, reicht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. 41 km/h mehr. Schafft er das überhaupt? Ja, aber dafür muss er viel länger fahren. Oh, wobei. Oh, wobei, der würde das schaffen. Wenn wir von hier reinkommen. Jetzt könnte es knapp werden. Nee, reicht immer noch nicht. Wie viel hätte uns gefehlt? Ja, 16 km/h, na gut. Ach so, John Dobinson ist hier schon mit 483 durchgefahren. Hm, ja, perfekt. So, was können wir denn jetzt gerade machen? Wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Was ist das? Das ist Oasis Querfeld ein. Das ist Desierto Fahrt. Das klingt gut. Hier sind anscheinend noch überall XP-Tafeln. Die uns auch auf der Karte markiert sind? Ich hab die Schatzkarte doch gar nicht. Aber mitnehmen tue ich sie natürlich trotzdem gerne. Gelegenheit. Ach, da oben drauf. In 100 Metern scharf links abbiegen. Wie soll ich da oben drauf kommen? Das hier ist ja wohl keine Rampe, oder? Berechnet. Na komm, geht kaputt. Oh. Ja, wie stellen Sie sich das vor, soll man da rankommen? Weil das hier ist ja... Witz. In 100 Metern scharf links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Ach so, aber von hier. Ja, von hier mit Vollgas. Nun gut. Bei nächster Gelegenheit wenden. Hier ist eine. Also die Schotter, ist das echt crazy. So fleißig am Entdecken, was? Das war eine EP-Tafel. Das Horizon-Team hat sie in ganz Mexiko versteckt. Es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken. Hier nochmal 1000. Jetzt kann man schon mal auf den Weg machen. In 100 Metern links abbiegen. Das ist echt... Ich bin weg. Ich könnte jetzt hier gerade den ganzen Tag nur... So, wir uns nochmal den Wheelspin kurz. Ja, das Geld ist auch okay. Die XP. Und dann kommen hier vorne auf dem Weg anscheinend nochmal welche, beziehungsweise links. Ich sag links. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ja, ja, naja, ja, schwierig, aber knapp dran vorbei. Wir haben noch so viel von der Welt zu sehen. Überlegt mal, wie riesig das noch wird. Hier hinten ist noch eine Bergpassage. Hier an der Seite, da, hier unten. Boah. Hier oben freue ich mich am meisten drauf. Du hast dein Ziel erreicht. Solo. So, wir machen jetzt anscheinend hier so ein Pfad-Ding.
Nee, ich glaube, mit dem hier machen wir's. Mit dem Ford aus dem Schaurennen. Das könnte jetzt übrigens sehr peinlich werden für mich. Ich sag's, wie es ist. Weil wir in den Schwierigkeitsgrad nämlich nochmal hochpacken könnten. Es ist sonst ein bisschen blöd für mich. Also ja, das klang jetzt irgendwie echt ein bisschen bonziger als es, also ein bisschen großkotziger als es klingen sollte. Oh, jetzt ziehen sie aber gut davon. Oh scheiße, ich glaube, ich habe mich übernommen. Aber guckt mal bitte, wie wundervoll das aussieht. In Gold? Naja, wer es mag. Jungs, wieso wird denn hier schon auf die Bremse gegangen? Boah. Platz da jetzt. Da vorne haben wir noch zwei, die sich gerade ein Duell liefern, aber ich nehme die Kurven ein bisschen. Also ich fahre die Kurven ein bisschen gerader. Und die reizen die irgendwie voll aus. Oh, hier komme ich ganz schlecht raus, weil ich. Oha, weil ich viel zu weit rechts war. Oh. Die Schaltvorgänge, dieses. Das ist einfach geil. Einfach geil. Und jetzt in der Driftkamera seht ihr halt, dass wenn man halt quasi quer fährt, er auch in die Richtung guckt. Ja, was war das denn? Ich weiß nicht, ich will halt einfach mal wieder einen ganz normalen Drift reinwippen. Aber er möchte nicht. Er sagt, nee, es ist viel zu hart dafür. Für mich. Jetzt kann man es nochmal versuchen. Ja, das ging doch mal besser. Das war schon mal Forza Horizon 4-like. Boah, ein bisschen übernommen, aber ja. Es ist so schön. Boah. Es ist so schön, dieses Spiel. Und es läuft halt auch verdammt gut. Dafür, dass es noch keinen Day-One-Patch gab. Wenn ich dann noch an Forza Horizon 3 denke, da gab es ja die Stadt in Australien. Die war erst nach 3 Monaten so gefixt, dass man sie wirklich spielen konnte. Desierto, Fahrt, abgeschlossen. Als erster. Geil. Na, reicht das für ein... Nee, es reicht lange nicht für ein Level Up, lol. Ich krieg halt leider noch gar nicht die VIP-Boni, das wäre halt cool. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man anscheinend... Toll gemacht! Wir sind fast bereit für ein Abenteuer von Horizon und wir wollen dich dafür. Wir unterhalten uns später. Was ich halt ein bisschen blöd finde, ist, dass man tatsächlich nach jedem Rennen anscheinend mit dem Wagen startet, mit dem man das Rennen gefahren ist. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Es ist vielleicht auch nur Meckern auf hohem Niveau. Was ist das hier? Das ist wichtig, wenn man das zerstört. Ich nehme jetzt da vorne mal nochmal die Tafeln mit. Und dann war's das auch schon für diese Folge. Crazy, ja, das ist jetzt schon 1 Stunde vor so. Boah, war der smooth, den können wir noch weiterziehen. Da hat mir die Leistung leider nicht mehr gereicht. Also ganz ehrlich, vielleicht nochmal kurz so ein Schlusswort von der zweiten Folge. Es ist jetzt eine Stunde, die ich jetzt aufgenommen habe. Es ist crazy. Ich bin echt hin und weg. Also, was man hier geboten bekommt,
ist stark. Ich meine, was mir jetzt gerade mal auffällt, ist, wie schlecht hier gerade vor uns die Welt geladen wird. Seht ihr das? Wie matschig das hier alles ist? Naja, gut. Aber trotzdem, es ist einfach atemberaubend. Und ich habe direkt Bock weiterzumachen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß. Ciao.